Hoher Vertreter, die Entschlossenheit des Hohen Vertreters, die Wiener Nuklearvereinbarung über das iranische Atomprogramm trotz der erdrückenden Beweise dafür, dass es sich um eine schwache Initiative handelt, aufrechtzuerhalten, kann man nur bewundern. Natürlich verstehe ich den Wunsch der nuklearen Proliferation Einhalt zu gebieten und das Anliegen der E3, die Integrität der Vereinten Nationen zu wahren. Meiner Auffassung nach müssen wir jedoch der Realität ins Auge sehen. Iran ist nicht vertrauenswürdig. Die Mullahs unterdrücken ihr eigenes Volk mit Gewalt. Sie finanzieren Terroristen in aller Welt, destabilisieren ihre Nachbarn und sind für die massenhafte Tötung von Zivilisten im Jemen verantwortlich. Sie exekutieren politische Gegner und inhaftieren unschuldige Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, um einen vermeintlichen politischen Vorteil zu erzielen. Die iranische Revolutionsgarde ist eine der größten Drogenbanden der Welt. Die Resolution 2231 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ermöglicht es dem Iran, weiterhin Terror, Angst und Instabilität zu exportieren. Sie erlaubt es den nicht demokratisch legitimierten Mullahs, das iranische Volk weiterhin zu terrorisieren. Vielen Dank.